Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Heute machen wir in der Spielzeugschacht die Galaxie weiter. Und danach checken wir die neue Welt ab, die wir im letzten Part freigeschaltet haben. Der letzte Grünstern wird noch irgendwo auf uns warten. Dann gibt es noch die Hardcore-Challenges. 40 Sterne gibt es aber immer noch. So viele. Da müssen wir durch. Boing. Boing, boing in der Süßigkeitenstraße, okay. Wir hatten jetzt drei Wege. Das eine Ding war da vorne auf der Plattform, dann war da links ein Stern. Und jetzt rechts, okay. Oh. Ist doch bisher der ganze Ort. Ja, ich hatte gedacht, dass ich noch einen zweiter kann. Falsch gedacht, I guess. Bro, ich habe aber auch gerade in die Richtung gelenkt, sonst macht nichts. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber es hat keinen Sinn, was ich mache. Hat sich gelohnt. Ah! Ich war so hektisch. Ich war so hektisch, ich muss einen Wandsprung machen. Auf einmal klebe ich wo und bin dann halt abgesprungen, ne? Ja, gut, dass ich den Brief von Peach mitgenommen habe. Der erlaubt mir, dass ich ein paar Mal sterben kann, ne? Doch mein Leben. Wichser, komm her. Oh, sammel das Geld, nein, danke. Ach komm schon. Kein Grund, so aggressiv zu sein. Zum Glück hält mich das nicht in der Luft, stör. Da kenne ich Spiele, bei denen es anders ist. Auch wenn es mir gerade nicht einfällt, bei welchen es war. Aber ich weiß, dass es welche gab. Wozu? Ich hab's Gefühl, hier kommt noch ein Boss. Weil normal vergeben die nicht einfach mal so plus 6. Das muss doch einen Grund haben. Okay. Ja gut, 177 Sternteile haben wir. Sieht für mich nach ein bisschen. Oh. Also wenn ich hier nicht drauf gehe, weiß ich auch nicht. Okay. Das Ganze ist wahrscheinlich eh nur von One-Up. Das geht ziemlich schnell. Ja. Ja gut, das Ding ist mir absolut gar nichts wert. Hätte ehrlich gesagt ein paar Sternteile nochmal erhofft, wenn es schon so viele hier gibt, dass die da nochmal so einen extra Raum für machen. Wäre ganz cool gewesen. Ja gut. Ja,
Was genau? Achso. Kerzen ausblasen. Nach dem Kerzen ausblasen. Darf man sich was wünschen? Ja, ich wünsche mir einen Stern. Ja, nicht den Stern. Ich hätte es besser ausdrücken müssen. Schade. Joa. 221. Okay, da plus 6 Pilz. Geil. Ah, noch einer, cool. Joa, bringt da nicht viel. Okay, das Item brauche ich, wie es aussieht. Ich habe erstmal wieder richtig Bock auf das Level. Ach so, das stoßt mich noch. Cool. Ja, Alter, ich habe ja richtig Bock auf das Level, wirklich. Hallo? Komm ich da rauf? Der hat den Scheißsprung nicht gemacht. Ich hab so hart Bock auf das Level. Oh, das ist wahrscheinlich nicht mal ein richtiger Boss gelistet. Und trotzdem würde ich ihn als nervigsten Boss bezeichnen, wenn ich das so sehe. Ja, Bro, mach doch da! Also wenn er sich nicht dahin bewegt, obwohl ich dahin lenke, ey meine Fresse, dann ist das Item einfach beschissen. Ich habe ja wirklich kein Problem mit dem Item, aber wenn dann sowas Präzises kommt und die Steuerung es teilweise einfach nicht zulässt, und dann ist es schon. Hallo! Ich bin drauf! Danke! So, ein von zwei Hits. So schwer tippt er nun wirklich nicht. Alter, ich hole gleich Gandalf Merlin. Das kann ja nicht sein! By the way, diese Drehung hätte mich jetzt fast umgebracht, ne? Diese Drehung. Ja, diese Drehung. Ich lenke gerade nach vorne, weil das Item es nicht zulässt, lenkt er nach rechts. Weil das Item einfach keine gute Steuerung zulässt. Wenn ich es jetzt nicht schaffe. Ja. Blödes Hurensohn-Item. Ich werde diesen Scheiß erfunden. Ich reg mich normal nicht über dieses Item auf. Nee. Aber dann ist der Boss halt einfach beschissen für das Item. Habe ich noch meine Sternteile? Ja. Wenigstens das. So, aber jetzt muss ich wieder zwei Hits austeilen. Weil der Scheiß das nicht gesichert hat. Ich meine, gut so, dass Boss ihre Leben wieder von vorne haben. Das würde die Schwierigkeit rausnehmen. Ah, und jetzt geht's auf einmal. Ja, komm, halt auf die Fresse. Wieso habe ich jetzt mein Item nicht verloren? Vorhin? Ach, vorhin hat es noch von der Drehung mir das Item geklaut. Cool. Also wurde ich quasi noch verarscht. Ah, okay.
Danke. Wirklich, was ist das für ein Boss? Das ist mit dem Item so schlecht spielbar. Dann wirklich, dass die Drehung noch gezählt hat, obwohl ich wieder eine Stampfattacke drauf gemacht habe, er einen Hit bekommen hat und mir das dann deswegen noch das Item wegnimmt. Das, wisst ihr, das Problem war ja, dass ich nicht an diesen Elektro-Dingern vorbeigekommen bin mit dem Item. Ihr habt es ja selbst gesehen. Und das war ja, das Problem kam ja nur, weil ich nicht an das Item, weil ich das Item nochmal holen musste. Ach Junge, bitte sag, dass hier nicht noch irgendwas ist. Danke. Sehr schön. Mit 80 Sternen gehen wir in das nächste, die nächste Welt. Jetzt schon emotional gebrochen. Der Part geht 11 Minuten. Hat auch gebrochen. Nach unten wird's, stell ich hier drauf. Ja, will ich eigentlich nicht unbedingt, aber. Genau. Ah, das macht dann Abkürzung hier drüben auf. Okay, ja dann. Wäre schön gewesen, wenn ich früher gewusst hätte, dass es existiert, aber ey. Ich mach keine Pause. Was willst du von mir? Okay, der will von mir, dass ich Pause mache, aber nee, das mache ich nicht. Wir gehen stattdessen jetzt hier hin auf diese Insel. So, ne? Das Kinderzimmer ist hier. Was für ein Kinderzimmer? Hä? Die Welt! Da waren wir doch zu Beginn. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Die Begegnung mit Rosalina hier drüben. Chillt hier sogar. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit den Luma zu besuchen. Komm nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Manche werden Powersterne. Reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Es scheint, dass Mama dir vertraut. Ja, wie schaut's hiermit aus? Wenn du 100 lila Münzen hier alle einsammelst, werde auch ich dich anerkennen. Das ist ein roter Stern, ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke A und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst mit dem Schiebepad. Wenn du alle 100 lila Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu benutzen. Okay. Als fliegender Mario springe hoch und hebe mit einer Drehattacke ab. Und das Item kennt gefühlt keiner, hab ich zumindest das Gefühl. Achso, man lenkt hier mit, ja, dann habe ich mal keinen. Ja, und es kommt mir aber so vor. Die Steuerung ist irgendwie ein bisschen kacke. Habe ich jetzt auch nochmal das Gefühl. Das heißt, wir werden hier das restliche Part wahrscheinlich noch sitzen, weil ich zu blöd bin, hier irgendwas zu machen. Ich hab gehofft, dass ich das Ding jetzt irgendwie mitnehme. Ja, ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz so zurecht, muss ich sagen. Vielleicht schalte ich damit ja die lila Münzsterne frei. Das weiß ich nicht. Mein cool wär's. Item läuft gleich ab, sagt mir die Musik. Ich habe keine Ahnung, wie ich an das Teil hier rankommen soll, aber warte mal, geht es vielleicht doch so? Naja, es muss schon mit dem Item sein, aber ich komme halt nicht in die Steuerung rein. Wie geht das denn? Ich check's nicht.
viel zu blöd für dieses Item. Zum Glück habe ich kein Zeitlimit, aber falls das Item noch wichtiger werden sollte, dann bin ich am Arsch. Ich kann die Steuerung halt einfach nicht. So auszusehen, aber okay. Da haben wir schon mal die fliegenden, werden halt nervig. Mal gucken, ist hier vielleicht noch was? Nö. Das führt mich aber nur hier rüber. Zum Glück ist was, aber das ist ja kein eigener Ort irgendwie. So hätte ich jetzt halt gedacht. Stand da nicht aber gerade eben noch, dass man mit dem Schiebepass steuert? Lass mich mal ausprobieren, komm. Ja, es ist das Schiebepad, was es steuert, aber ich komme halt hart nicht mit der Steuerung und mit der Kamera klar. Ja, so schön wäre es, wenn die Kamera nicht so beschissen wäre, wirklich. Wie soll ich denn aus der Kamera irgendwas machen? Ja, Bro, ich flieg gerade ins Void. Also wenn hier irgendwo ein schwarzes Loch ist, das holt mich gleich. So, vielleicht mit einer guten Drehung. Kamera drehen lässt mich das Spiel ja nicht. Ja, jetzt. Ach, Kacke. Ja, ein paar übersehe ich, aber. Nimm eigentlich auch genügend mit, als dass es gar nicht so schlecht ist. Komm, respawn. Danke. Jetzt ist halt wieder so beschissen, dass ich das eigentlich nicht schaffen kann. Komm. Also ich will den sehen, der mit der Kamera diesen Scheiß macht. Wirklich, das hält man doch nicht aus. Oh, hier ist noch einer. Ja, nur noch vier. Und ich sehe alle vier. Kamera, bitte dreh dich hinter Mario und nicht so. Oh, hier hinten sind die letzten beiden. Sehr schön. Roter Stern. Okay. Scheint ja einfach das Zeichen. Hm, nicht schlecht. Ja, danke, aber ich will nie wieder. Der rote Stern ist wahrscheinlich einfach dieses Zeichen. Ja, jetzt kannst du das Ding überall nutzen. Kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Okay, wir landen hier, aber das war ja eigentlich immer so, wenn wir Sterne an besonderen Orten geholt haben. Es ist jetzt echt das lila Münzengalaxie. Okay, da ist noch einer. Fuck. Der kommt gerade komplett random. Ne, es scheint nicht so. Ich glaube, erst nach dem Endboss werden überall diese Dinger auftauchen. Und bevor ich jetzt dahinter laufe, habe ich mir hier noch die Abkürzung aufgemacht. Ja, der Gomeluma-Welt anscheinend auch noch. Kann man nichts machen. So, wie viel willst du?
dann. 1200 sollten wir haben. Fuck. Okay, jetzt bin ich im Sternteilemangel. Fuck. Gut. Machen wir einfach hier weiter. Richtig geil aus hier. Es gibt aber auch nur vier Galaxien, ganz ehrlich, die öffnen wir auch alle. Ja gut, sieht ganz ehrlich, ich mag bunte Galaxien, aber was ist das? Hier ist. Es gibt gar keinen Boss mehr. Mysteriöser Kreisgalaxie, okay. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Egal, rein da. Weg durch den Superraum. Ich habe keine Erinnerung an diese Galaxie. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel einmal mit 120 Sternen durchgespielt habe. Aber was ist das? Feuereruption Galaxie lässt mich zumindest noch denken, dass ich weiß, was abgeht, aber wenn ich das hier sehe. Nein, ich renne einfach durch. Schau, ob ich hier irgendwo Sternteile finde, so wie hier. Gut ist. Hätte ich da rüber sollen? Okay, so geht's auch. Nein! Okay, die Runde verschwindet nicht, wenn man Glück hat. Nein! Das hatte ich doch erst! Ja, komm, Alter. Schickt mich halt einfach nochmal zu dem, Alter. Was ist das ein Scheiß? Kannst du nicht ausdenken, Alter. Ich beschwere mich über das Item und die geben es mir direkt normal. Ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass mir das Item vorkommt. Gleich vorüber. Die Sternteile konnte ich jetzt nicht mitnehmen, aber. Ich dachte gerade, das wäre der Stern. Okay, hier sind zumindest noch ein paar. Also. Nein! Alles von vorne! Du musst das Timing auch stimmen, wirklich. Ich habe einfach A gedrückt, ne? Also, ich weiß, das Timing war nicht gut, aber komm schon. Okay, aber wisst ihr was? Dafür kann ich nochmal die Sternteile hier holen. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Yippie! Yahoo! Yippie. Jawohl. Ich hab genauso viel Spaß wie Mario gerade. Wieso macht dem das überhaupt Spaß, in dieser Kacksprungfeder drin zu sein? Du musst deinen Kopf die ganze Zeit in den Boden stecken. Was ist daran lustig? Sag mir, was macht daran Spaß, Mario? Wieso hast du so viel Spaß, wenn ich nicht leide? Hast du gerade deswegen Spaß? Das muss es sein. Das war mittig. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich krieg das einfach. Circa 140 habe ich gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt hätte ich fast wieder verkackt, oder was? Oh!
Das hätte ich mir fast versaut. Ja, nee, lass mich einfach hier raus. Das war's noch nicht. Mann. Ja, wenn ich den Teil jetzt sehe, dann erinnere ich mich an die Lila-Münzen-Mission, I guess. Das war halt sehr knapp. Aber was mache ich? Und sowas ist halt wieder gameplay-mäßig einfach, oder? Ich werde trotzdem noch irgendwie drauf gehen, ich weiß es schon. Allein weil ich das jetzt gesagt habe. Kriegt schon das Karma rein. Ja, weg mit dir. Da drüben ist der Stern in dieser Dunkelheit. Hallo? Oh. Scheiß drauf, einfach rein da! Da fehlt mir jetzt die Geduld nach so einem Level. Nee, Alter, einfach rein. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch den Gourmet-Luma. Da jetzt nicht so viel bisher passiert ist. Ich meine, das ist der dritte Stern heute. Das ist irgendwie etwas enttäuschend. Ja. Jetzt aber auch schon bei 82 Sternen. Das ist schon ordentlich was. Also ab 100 wird es richtig geil, an die Dinge einzusammeln, weil dann werden sie herausfordernd. Sie fühlen sich herausfordernder an. Und man weiß, es sind halt einfach nicht mehr viele. Ja. Ja, kannst du haben, komm. Nehmen. Ganz geil, wie diese Sternteile durchgeballert werden. So. Bitte verwandle dich in was Geiles. Bitte sei nicht irgendein Shit jetzt noch, der mich durchquält. Bitte sei was Cooles. Schattenpromenade-Galaxie, Raserkönig aus der Geister. Ach, jetzt wieder der Buu. Ein weiteres Buu-Race, glaube ich. Yeah. Oh, das war aber schwer, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass es gar nicht so einfach war. Na gut, umso mehr Bock habe ich. Du hast beim zu gleiten. Hey, du willst ihn haben? Dann wirst du mich im Rennen besiegen. Okay. Also, dann auf geht's. Oh, das wird, glaube ich, sehr schwer. Egal. Ich gebe mein Bestes. Noch ist er langsam, aber besiegen ist er, glaube ich, ordentlich schneller. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, dass ich den Weg gehe. Anscheinend ja. Anscheinend habe ich gerade auch einen ziemlichen Vorsprung. Ich wusste gar nicht, dass diese ganzen Orte existieren, aber hilfreich ist es, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir den normalen Weg. Ich wusste gar nicht, dass es mit den Ventilatoren so. Da. Okay, ich dachte, das Rennen wäre schwer, aber anscheinend geht's wohl. Ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Geil, Mann. Okay, hätten wir diese Gourmet-Luma-Galaxie auch durch. Hey, jetzt nimm ihn endlich schon. Die Buren mag ich eigentlich. Es gibt, glaube ich, das gibt, glaube ich, echt nur zwei, aber. Ich meine, 2 von 120, das sind coole Sterne. Naja, sind auch schon wieder bei 30 Minuten dieses Karriers. Kannst du dir nicht ausdenken, wie schnell das geht?
Ja, soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, dass der von Luigi ist. Oh! Ich hab den Stern, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Okay. Ich weiß, welche Galaxie es ist, aber ich weiß nicht, wo die ist. Egal, kümmern wir uns dann beim nächsten Mal um. Danke fürs dabei sein. Bis dahin und ciao.